Ett av de bilden som är resultatet av att man har tittat, arbetat efter det där. Eine dieser Bienen, wonach man gearbeitet hat, de som först kallades SMR-bin, die man zuerst SMR-Bienen nannte, men idag VSH. Heute VSH-Bienen. Ja. Der kännetecknet är att bina kan identifiera yngelceller med kvalster. Das kennzeichnet diese Bienen, dass die in der Lage sind, die Zellen zu finden und die befallen sind. Also die Imker, die kleine Zellen anwenden, ser en ökad förekomst utav den här egenskapen. Sehen ein gesteigertes Vorkommen dieser Eigenschaften. Varroa hittade man i Sverige och Norge och Finland de här årtalen. Die Varroa in Skandinavien fand man hier bei diesen in diesen Jahren oder in diesen Jahren. Hier wohne ich. So, jag började förbereda redan 1989. Er hat sich schon 1998 vorbereitet auf die Varroa, dadurch, dass er nach Afrika reiste. Ich habe mich vorbereitet auf alle Arten, die ich mir, ja, die gingen, die funktionierten. Also, ich beschaffte amerikanische Bienen, machte Kombinationen, fing mit Imkern zusammen zu arbeiten an, die Varroen schon hatten, und selektierte. Ich baute nieder meine Völker auf 4,9 mm Zellmaß. Und glaubte, da bin ich gewappnet, das werde ich schaffen. Ich wartete auf die Milben, aber sie kamen nicht. Die kamen auf alle Plätze um mich herum. Da war ich eigentlich traurig. Bald, ja. Und dann kamen die Milben. Als allerletzter kriegte ich sie. Also im Moment wandern sie weiter nach Norden. Ja. Ich erzähle später mehr, wie es ging für mich. Ja, also wir haben genehmigt und setzen ein Apistanstreifen. Apigard auch. Das sind die Mittel, wo man denkt, da sollte man die Varroa mit bekämpfen. Fertige Präparate, die man einsetzen sollte. Dann gibt es auch chemische Mittel, die die Imker selbst herausgefunden haben. Das sind die organischen Säuren. Kampfer, Thymol, die auch bei den ökologischen oder biologischen Imkereien anerkannt sind. Ein Imker fragte gestern und glaubte nicht, dass Apistan anerkannt sei. In Norwegen ist es nicht zugelassen. Er wollte nämlich Wachs kaufen, was frei war von Rückständen. Nun,
Ja, also den redet ein bisschen zum Tool, du hast ja, der Google schon da. Ach so, der Google hat da also falsche Worte rausgefunden. Landkreis. Umrode, also Landkreis. Ja. Warum beherrscht Winterverlusten im Umrode? Das sind die Winterverluste in dem Gebiet, wo ich wohne. Warum gibt es Bi-Samhällen erst der Gang mellan 2004 und 2007? Also in dieser Zeit fand man zuerst die Milben, 2004, 2007. Som jag tycker är en svaghet är att man tycker jag inte har informerat biodlarna tillräckligt mycket om hur man kan använda tumor. Also er glaubt, dass man die Imker nicht ausreichend informiert hat, wie man das Tymol anwenden sollte. Här ser ni när kvastret kommer för första gången till ett område. Hier sehen Sie, wenn die Milben kommen, zuerst in ein Gebiet. Skillnaden här mot i Sydamerika. Der Unterschied hier und Südamerika und in Südamerika. Det är att här kommer kvastren som virusbomben. Die kommen hier als Virusbomben. Hier kommen die Milben als Virusbomben. Also beladen mit Viren. In Südamerika so hatte de inte Viren. In Südamerika, die hatten keine Viren auf diesen Milben. Ja, es gab nur die Viren, die es immer auf den Bienen schon gab und gibt. Tydligen väldigt viktigt att man när man bekämpar första gången att man bekämpar med en mycket effektiv bekämpning. Ja, das zeigt, dass es wichtig ist, wenn man die Milben bekämpft, das erste Mal, dass das ganz effektiv geschieht. Som skadar bina minimalt. Um die Bienen auch so wenig wie möglich zu schaden. Da versteht man, warum man das Apistan als Bestes hatte. Skillnaden mellan frivillig rapportering av olika saker och om man verkligen Also dieses Schema zeigt den Unterschied zwischen freiwilligen Äußerungen, Meldungen von offensichtlich